Hallo allerseits, LP Bam. Hier und willkommen zu Ich habe KuchenTVs Video zu KS Freak gesehen. Tja, was soll ich sagen? KS Freak hatte seinen Digger-Moment. Viele fragen sich jetzt, warum ich gerade einen Beanie trage. Dazu gleich mehr. Für die, die nicht wissen, was Hashtag Fuck die Bomben ist, in Hashtag Fuck die Bomben werde ich eure Fragen beantworten. Mal ernst, mal weniger ernst. Unter dem Hashtag Fuck die Bomben. Also gut, dann schauen wir uns mal an, was meine bombastischen Abonnenten für Fragen gestellt haben. Du bist schon so ein heftiger Typ, mach mal Fantreffen. Und du hast richtig die geile Frisur und einen richtig nicen Klamotten-Style. Mach mal ein Hairstyle-Tutorial. Ist das ernst gemeint? Weil wenn ja, danke, dass dir mein Klamottenstil gefällt und meine Frisur. Ja, ein Fantreffen möchte ich erstmal noch nicht machen. Falls ich mal die 1000 Abonnenten erreiche, überlege ich es mir mal. So, und dann noch ein Hairstyle-Tutorial? Darauf kannst du lange warten. Was hältst du von dem Spruch, bist du braun, kriegst du Frauen? Ist da was dran? Nein, da ist gar nichts dran, weil jede Frau hat eigene Präferenzen für einen Mann. Also von daher, nee, da ist nichts dran. Hey, ich finde euch, bzw. dich, extrem nice. Könntest du eventuell ein Video von deinen Konsolen und Spiele... ein eigenes Video machen? PS, ich bin auch ein Fan von COD. PSS, nehme ich bitte im nächsten Hashtag Fuck die Bomben dran, wäre nice. Ja, ich würde sagen, da ist ein Wunsch wahr geworden, hä? Ob ich ein Video von meinen Konsolen und Spielen machen könnte? Ja, das würde ich gerne machen. Hier oben könnt ihr abstimmen, ob ich so etwas machen soll. Ja, irgendwie inzwischen mache ich irgendwie für jedes Video eine Abstimmung. Meh, egal. Was hältst du von Ausländer raus? Hast du auch andere Wurzeln? Zu deiner ersten Frage, das ist wirklich also der letzte Dreck, um ehrlich zu sein. Ich meine, wenn es etwas gibt, was der Mensch gut machen kann, dann ist es sich selbst zerstören. Die Menschheit muss wirklich mal langsam lernen, dass wir alle eins sind. Dass wir alle nur eine Rasse sind. Und zu deiner zweiten Frage, ich bin russisch-deutscher Abstammung. Meine Frage ist, hast du illegale Spiele auf deinen Konsolen? Und stell sie mal bitte mal vor. Nun, um illegale Spiele auf der Konsole spielen zu können, bräuchte man entweder einen Modchip oder Jailbreak. Beides von denen habe ich nicht, also von daher... Gibt es da nichts, was man vorstellen kann? Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Boah, das ist eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Es gibt so viele YouTuber, die ich anschaue und die gefallen mir alle sehr. Also zurzeit würde ich sagen, wäre das Lost Pause. Mir gefällt einfach wie die Art, wie er seine Videos macht und seine zweideutige, perverse Art. Ist ja fast ein bisschen wie ich. So, das war's mit all den Fragen. Und falls eure Frage nicht beantwortet wurde, keine Sorge, es gibt ja immer noch nächste Woche. Also, das war's mit dem Video. Bis zur nächsten Show. Bis dahin.